Hallo, ich bin Rieke, ich bin 23 und am Ende meines zweiten Ausbildungsjahres. Moin, ich bin Ben, ich bin 25 Jahre alt und ich befinde mich auch am Ende meines zweiten Lehrjahres. Es geht darum, Menschen wieder in Teilhabe zu bringen und ihnen die Lebensqualität im Leben zurückzugeben und um Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Du behandelst Menschen mit unterschiedlichsten Einschränkungen. Das kann nach einem Schlaganfall, bei Entwicklungsverzögerungen oder bei psychischen Erkrankungen sein. In der Therapie unterstützt du beispielsweise beim selbstständigen Anziehen, Einkaufen oder Essen, aber auch Therapiemittel wie Holz oder Ton setzt du ein, um körperliche und geistige Fähigkeiten zu fördern. Das bringst du mit. Interesse an der Arbeit mit Menschen, handwerkliches Geschick, Kreativität, Offenheit und Flexibilität, psychische Belastbarkeit. Ja, in der Ausbildung lernen wir vor allem sehr viel über unterschiedliche Behandlungsmethoden, aber eben auch das Handwerk. Sehr viel auch über unterschiedlichste medizinische Bereiche, Psychiatrie, Pädiatrie, Geriatrie und immer im Hinblick auf die Betätigung der Klientinnen, auf den Alltag, um die Selbstständigkeit wieder zu fördern. Für die dreijährige Ausbildung an einer Berufsfachschule brauchst du in der Regel einen mittleren Bildungsabschluss. Neben dem Unterricht wird die praktische Tätigkeit ein Jahr lang in Fachkliniken, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, ergotherapeutischen Praxen, Reha-Zentren oder Pflegeheimen angeleitet und ausgeübt. Das lernst du. Geistige, körperliche und psychische Funktionen von PatientInnen verbessern. Maßnahmen zur Wiedereingliederung in das Arbeitsleben, handwerkliche und gestalterische Techniken. Moin! Was wir hier sehen, ist der Einsatz eines Ergotherapeuten in unserem Kiosk der Arbeitstherapie. Hierbei ermöglichen wir den Patienten zunehmend von der Rolle des Patienten in die Rolle eines Arbeitnehmers zu schlüpfen. Das Schöne an unserem Berufsbild ist eigentlich die Vielfalt in den Arbeitsbereichen. Das heißt, wir können hier in der Psychiatrie tätig sein, aber auch in anderen Bereichen, im klinischen Setting, sowohl aber auch in Praxen, mit Kindern, mit älteren Menschen, je nachdem, in welchen Bereichen die Menschen eben auch Unterstützung brauchen. So kommst du weiter. Weiterbildung, zum Beispiel Fachtherapeutin, Fachwirtin, zum Beispiel Gesundheits- und Sozialwesen. Studium, zum Beispiel Ergotherapie, Therapiewissenschaften oder eigene Praxis. Also am meisten Spaß macht mir es, Menschen zu helfen und sie in den Weg weiterzuleiten, das Ziel zu erreichen, was sie sich wünschen. Für diejenigen, die sich bei uns für das Berufsbild bewerben, da ist es schön, wenn diejenigen schon mal einen Einblick hatten ins Berufsfeld. Das heißt, vielleicht über einen Bundesfreiwilligendienst oder FSJ, das sind dann Indiz für uns wirklich, da hat jemand Interesse und schon eine Idee, worauf er sich bewirbt.